Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video zeige ich euch ein paar Dinge, die ich gekauft habe, und zwar bei H&M. Und einmal ganz kurz zu meiner Vorgeschichte mit H&M. Ich habe H&M früher geliebt. Also wirklich, das war für mich die eine Fashion-Brand, als ich so 12, 13, 14 war. Und Leute, jedes Mal, ich weiß das noch so genau, wenn wir Ferien hatten, dann habe ich an meinem ersten Ferientag bei H&M bestellt. Einfach für mich. Und habe dann mein ganzes Taschengeld da ausgegeben. Dann immer für ein paar hundert Euro, ich glaube so 200 Euro, bestellt. Ganz viele Sachen, auf die ich einfach Bock hatte, die ich dann haben wollte. Einfach als Belohnung für irgendwie die Schulzeit. Leute, richtig krass. Und ich habe jetzt letztens meinen Kleiderschrank nochmal ausgemistet und ich habe so viele Sachen noch von H&M in meinem Kleiderschrank, die ich einfach nicht ausmisten konnte und die ich immer noch richtig gern mag. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich einfach schon seit 5 Jahren nicht mehr bei H&M eingekauft habe. Ich hatte da einmal bestellt, weil die hatten irgendwie Brautkleider oder so. Aber ich habe einfach kein einziges Mal mehr nur für mich aktiv online geshoppt und nach Sachen gesucht, so wie ich das früher immer in den Ferien gemacht habe. Und da war ich jetzt letztens wieder auf der H&M-Seite und die hatten so viele schöne Sachen. Deswegen habe ich da jetzt zugeschlagen. Ich habe mir das hier bestellt und das hier, weil ich nämlich nicht in den Laden gehen wollte. Und wir schauen uns die Teile jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, ob sich irgendwie die Qualität verändert hat etc. Preise sind relativ gleich, so wie früher. Es ist halt eher günstig. Allerdings jetzt auch nicht super günstig. Und ich persönlich fand die Qualität der H&M-Teile immer voll okay. Vor allem für den Preis. Deswegen habe ich zugeschlagen. Ach ja, Leute. Oh Gott, ich habe was voll vergessen, was ich eigentlich am Anfang des Videos sagen wollte. Auf meiner Instagram-Seite findet wieder eine neue Verlosung statt. Diesmal verbirgt sie sich hinter diesem Tempelbild. Also es ist eine neue Verlosung. Ihr könnt wieder ein Beauty-Paket im Wert von über 1000 Euro gewinnen. Mit dabei ist zum Beispiel ein ganzes Set von Neonail. Falls ihr das noch gar nicht wusstet und noch nicht an dieser Verlosung teilgenommen habt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Das geht innerhalb von ein paar Sekunden. Ihr findet den direkten Link zu der Verlosung in der Infobox oder schaut einfach auf Instagram. Ich heiße dort xlater. Xlater heiße ich auch auf TikTok. Ich lade aktuell täglich auf TikTok hoch, also da könnt ihr natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. So, genug Eigenwerbung. Ah, jetzt widmen wir uns mal den Sachen. Mir fällt gerade auf, dass einfach die Hälfte der Bestellung fehlt. Glaube ich. Habe ich das bestellt? Oh Mann, okay, wir schauen uns das mal genauer an, sonst schneide ich die Sachen dann halt hier an dieses Video ran, wenn sie angekommen sind. Das erste Teil ist dieses Top hier. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ich trage richtig gern solche Tops, die diesen kleinen Ausschnitt hier in der Mitte haben. Also anstatt irgendwie so komplett ausgeschnitten zu sein, nur hier diesen kleinen. Irgendwie finde ich das voll schön. Und ich habe das schon in Grün und in Orange von anderen Marken. Ich glaube sogar auch in Weiß und habe das sehr, sehr häufig getragen. Und das hier ist eben aus so einem Ripped-Stoff in Grau. Und das fand ich eben auch sehr schön. Und ich denke, das werde ich auch sehr häufig tragen. Ich blende euch die Sachen auch immer angezogen einmal ein. Dann kommen wir hier mal so ein paar Billie Eilish Vibes. Ich habe mir so ein richtig krasses Oversize-T-Shirt bestellt, beziehungsweise ich habe es in S, also es ist so Oversize geschnitten. Ihr seht ja, es ist wirklich riesengroß. Da steht einfach nur Billie Eilish drauf. Das ist so ein richtig schöner Farbton, so ein bisschen eierschalenfarbend, würde ich mal sagen. Und da stelle ich mir so cool vor. Einfach so dieses T-Shirt an und dann eine kurze Shorts. Ist doch voll cool, oder? Ist ja immer mega chillig und sieht irgendwie fresh aus. Kein gutes Wort, aber ihr wisst ja, was ich meine. Das finde ich richtig schön. Und der Stoff ist auch total angenehm. Da freue ich mich schon extrem drauf, das zu tragen. Stelle ich mir unglaublich cool und chillig vor. Wie oft habe ich jetzt dieses Wort gesagt? Chillig. Keine Ahnung. Dann habe ich mir noch ein Bralette bestellt. So sieht das aus. Es ist eigentlich ein BH, nur der hat halt kein Draht, kein Bügel. Und der ist einfach so weiß mit Spitze und einfach ganz zart und angenehm auf der Haut. Und das mag ich unglaublich gern. Ich trage so gerne solche Bralettes, auch im Sommer einfach nur so die Teile. Und ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, das zu tragen. Finde ich ultra cute. Finde ich auch wieder vollkommen okay für den Preis verarbeitet. Ich mag auch das Band etc. Tatsächlich sind die H&M-Teile auch einige der wenigen, die wirklich nach unzähligem Waschen immer noch okay aussehen. Beziehungsweise eigentlich sogar gut. Ist das bei euch auch so? Da hatte ich bis jetzt irgendwie nur Glücksgriffe. Ich bin damit echt zufrieden im Vergleich zu anderen. Und ich persönlich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auch echt gut. Alle Teile habe ich hier selber bezahlt. Ne? Will ich nochmal ganz kurz anmerken, weil ich muss das Video wahrscheinlich als Werbung kennzeichnen, weil ich hier eben eine Marke nenne. Aber alles natürlich selber bezahlt, dass ihr da Bescheid wisst. So, das hier ist das nächste Teil.
das hier ist ein Top. Ich finde tatsächlich, dass, oh, das ist so mega stretchy. Weil ich dachte gerade, es ist so ein bisschen breit für XS, aber es ist einfach auch noch so komplett stretchy und breit geschnitten. Ich muss mal schauen, ob das dann so gut sitzt, weil ich mag das, wenn solche Sachen ein bisschen enger sitzen. Und das hat hier einfach solche glitzernden Knöpfe. Ui, das finde ich auch richtig schön. Sieht halt nur echt groß aus. Ich finde, H&M hat die Größen so vorteilhaft. Ich habe zum Beispiel bei H&M immer XS, bei anderen Online-Shops variiert das. Und ich habe da auch immer ein Cup größer in der BH-Größe als normalerweise bei anderen. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber diese Größenwahl da ist halt schon irgendwo vorteilhaft. Zumindest kommt man sich da so vor. Ich weiß nicht, ob sich das halt mittlerweile geändert hat. Keine Ahnung, kann sein. Das war halt das, was vor 5 Jahren noch so war. Dann haben wir das hier. Ich dachte gerade schon so, was zur Hölle ist das? Zeige ich euch jetzt hier irgendwie Unterwäsche? Nein, das hier ist ein Top. Ich kann mich nur echt nicht mehr an die Teile erinnern, obwohl das nur eine Woche Versand gedauert hat. Das ist ein schwarzes Top. Sieht von vorne so aus. Von hinten ist es allerdings quasi komplett offen. Ich würde darunter einen Klebe-BH anziehen. Und dann sieht das echt cool aus. Ja. Falls man irgendwann mal wieder auf dieser Welt weggehen kann, dann würde ich dieses Top hier sehr vorteilhaft finden. Und das sieht bestimmt cool aus. Vor allem, weil hinten halt so viel Spitze ist. Dadurch sieht man auch so viel Haut durch. Das ist schon krass. Schreibt mir auch bitte zu allen Teilen sehr gerne eure Meinung in die Kommentare oder was so eure Erfahrungen mit dem Shop sind. Da können wir uns alle so mal ein bisschen austauschen. Ich glaube, das würde auch einige von euch interessieren, weil sicherlich jeder eine Meinung zu H&M hat, weil jeder schon mal bei H&M was eingekauft hat. Würde ich mal so behaupten. Oder? Ist das so? Jonas kauft tatsächlich auch häufiger bei H&M. Ich glaube, fast alle seine Hosen sind von H&M. Ui! Das hier ist ein Jumpsuit. Auf den hatte ich mich schon mega gefreut. Oh Gott, passe ich da überhaupt rein? Okay, die Träger kann man auf jeden Fall schon mal variieren. Und ich finde den so schön. Oh mein Gott. Ich möchte das einfach anziehen und irgendein Foto in einem Feld machen. Das ist einfach so eine richtig schöne Spitze. Der ist aber auch nicht so knallweiß, sondern in so einem Beige-Weiß. Und da hat hier noch so einen Stoff drunter. Ich finde, man sieht aber trotzdem relativ viel durch. Also da muss man hautfarbene Unterwäsche auf jeden Fall drunter anziehen. Aber der ist voll schön. Das sieht halt irgendwie aus wie so ein Röckchen hier unten, weil das so ein bisschen Skater-Rock-mäßig geschnitten ist und so breiter auseinander geht. Ist aber halt ein Jumpsuit, also quasi eine Shorts hier unten. Und das ist dann ja auch sehr cool, weil dann kann man damit auch Sachen machen wie rutschen oder schaukeln, nicht, dass ich das jetzt vorhätte, ohne dass man zu viel sieht oder dass da irgendwie was hochfliegt oder man irgendwie auf irgendwas achten muss. Genau. Ähnlich wie das Billie Eilish-Shirt habe ich mir auch hier ein Selena Gomez-Shirt geholt. Und das hier, Look at Her Now. Und das hier ist die Rückseite. Billie Eilish hatte keine Rückseite. Hier hat man dann nochmal Selinas Augen. Schreibt mir mal, welches T-Shirt ihr cooler findet. Boah, schwierig. Ich glaube fast das hier, weil es halt eher meine Farbe ist. Aber ich glaube, die meisten von euch schreiben Billie Eilish. Schreibt's mal. Das hier, Selena Gomez mit Look at Her Now oder das Billie Eilish Shirt. Welches würdet ihr euch nehmen, wenn ihr euch jetzt eins davon aussuchen könntet? Okay, das hier wäre dann jetzt das nächste Teil. Ein Jeansrock. Den finde ich richtig schön. Ich finde, er hat richtig schöne Nähte. Sieht er von vorne aus, auch von hinten. Auch ein sehr schöner Jeans-Ton. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Das Ding ist, ich habe einfach bis jetzt noch nicht den perfekten Jeansrock gefunden, weil ich finde, dass die einfach alle übelst den flachen Hintern machen. Übertrieben. Also, falls jemand einen Jeansrock kennt, bei dem das nicht der Fall ist, dann schreibt es mir sehr gerne, weil genau danach suche ich. Ich habe bei dem hier so ein bisschen die Hoffnung, weil er halt mir jetzt nicht zu eng geschnitten vorkommt, sondern eben so ein bisschen A-Linie, Skaterrock-mäßig geschnitten ist. Und wenn ich ihn angezogen habe, kann ich dann beurteilen, ob ich den behalte oder ob der wieder zurück muss. Und dann habe ich mir auch noch 2 Tops bestellt. Die habe ich mir schon richtig oft bei H&M bestellt, diese kleinen Spaghetti-Träger-Tops. Die trage ich einfach richtig gerne drunter, zum Beispiel sowas Nude-Farbenes. Wenn man irgendwas Weißes trägt und noch was da drunter anziehen will, damit man nicht noch mehr durchsieht, als man sowieso schon durchsieht, dann finde ich das hier richtig top geeignet. Und dann habe ich das Ganze nochmal in Grau, weil es das nämlich nur in dieser Konstellation als Set gab. Die Teile haben sich auf jeden Fall verändert. Also ich erinnere mich an diese Tops und damals sahen die irgendwie anders aus. Ich habe sogar noch eins und das ist echt anders. Ja, aber auf jeden Fall auch sehr praktisch. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Ich habe nämlich noch einige weitere Sachen bestellt und zwar alles Bikinis. Die hatten echt richtig schöne Bikinis und keins von diesen Bikinis ist angekommen. Hä? Deswegen warte ich dann noch mal ein paar Tage und schneide euch das dann jetzt hier ran, wie ich meine Bikinis endlich empfange und euch mal zeige, weil ich glaube, das wäre eine ganz coole Auswahl für euch für Balkonien. Ich fand die nämlich echt richtig schön.
Hey, es sind jetzt 24 Stunden vergangen und ich melde mich dann wieder mit den restlichen Sachen, die sind nämlich heute angekommen. Es dreht sich jetzt um Bademode. Das sind wirklich sehr interessante Teile, deswegen zeige ich euch sie mal. Ich hatte bei meinem Junggesellenabschied in der Dominikanischen Republik super gerne einen ganz bestimmten Bikini getragen. Und zwar war das dieser hier, das war so ein roter. Und Leute, ich habe ja so viele Bikinis. Ich habe auch so viele echt teure Bikinis. Ich habe teilweise Bikinis, die über 200 Euro kosten, ja? Also, sauteuer. Und dieser Bikini hat nur 2 Euro gekostet, also jetzt ohne Spaß, war irgendwie so 2,19 Euro oder so, also so ein Betrag oder irgendwie 79 Cent oder 1,19 Euro, auf jeden Fall extrem wenig. Und diesen Bikini habe ich einfach am allerliebsten getragen, weil ich den Schnitt einfach so unglaublich mochte. Das war ein Triangel-Bikini, allerdings war der eben in der Mitte connected. Dadurch hat er irgendwie auch so ein sehr schönes Dekolleté gemacht und ich mochte irgendwie auch den Rücken und man hat sich damit so frei gefühlt, als hätte man eigentlich gar nichts an, aber es sah irgendwie trotzdem richtig klasse aus. Und dann habe ich so einen ähnlichen Bikini bei H&M entdeckt und den habe ich dann bestellt. So sieht er aus, also es genau der Schnitt, den ich irgendwie am meisten mag. Also so Triangel, aber in der Mitte connected. Da kann auch wirklich gar nichts verrutschen oder sonst was. Der sitzt einfach bombenfest bei mir. Und Leute, das hier ist angeblich ein Push-Up-Bikini. Normalerweise hasse ich Push-Up-Bikinis, weil als ich jünger war, so 15, 16, hatte ich so einen richtigen Push-Up-Bikini. Und der hat sich einfach im Schwimmbad immer so mit Wasser vollgesaugt, weil es ja irgendwie logisch ist. Man geht ja wie mit einem Schwamm irgendwie ins Schwimmbecken. Und immer wenn ich ausgestiegen bin, hing der dann so ein Stück tiefer. Und wenn man dann irgendwie so gegen die kam, ich darf das Wort hier nicht sagen, weil YouTube ist immer so streng, aber wenn man dann gegen kam, dann ist halt auch so Wasser rauf, weil dieses Bikini-Oberteil das ja wie so ein Schwamm aufgesaugt hat. Das war richtig unangenehm. Ich habe es echt gehasst. Deswegen war ich sehr skeptisch, als ich es gelesen habe. Aber auf den Fotos konnte ich jetzt irgendwie nicht sehen, dass das so richtig mit Pads ist. Deswegen ist es auch nicht eher so ganz leicht minimal. Ist aber natürlich trotzdem ganz cool. Macht bestimmt ein sehr schönes Dekolleté. Und in dem trage ich die Größe 36. Und das hier ist die passende Bikini-Hose. Die ist an den Seiten so ganz dünn. Genauso wie der eine Billig-Bikini, den ich so geliebt habe. Allerdings habe ich da auch immer das Bikini-Höschen gewechselt und ausgetauscht und immer was anderes angezogen, weil ich sehr viele andere rote Bikini-Hosen hatte und ich fand das irgendwie dann auch ganz schön, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Finde ich cool. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Dann machen wir mal weiter mit einem Bikini-Oberteil. Das finde ich wirklich legendär. 10 von 10. Ich habe das vorhin auch schon Jonas gezeigt. So sieht das aus. Ich finde es sauschön. Es ist so rot mit quasi weißen Konturen. Hat hier auch ja so eine Art von Cup, aber sehr bequem. Nicht irgendwie mit Draht oder nicht so, dass es sich anfühlt wie ein BH. Obwohl, ist hier ein Draht dran? Ne, ich glaube nicht. Nein, ist keiner. Und ich finde den richtig schön. Ah! Dazu habe ich auch die passende Bikini-Hose. Leute, ich war richtig froh, dass ich einfach zu all meinen Bikini-Oberteilen noch die passenden Unterteile in meiner Größe bekommen habe, weil sonst ist das irgendwie voll blöd. Sonst muss man ja gezwungenermaßen Mix und Match machen und das ist ja nicht bei allem so passend. Deswegen, das ist jetzt die Bikini-Hose dazu und ich finde den Bikini wirklich richtig cool. Ich freue mich schon sehr, wenn ich den irgendwann mal anziehen kann. Also auf Balkonien hätte ich auf jeden Fall schon mal eine Chance und vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit in diesem Sommer noch anderweitig ein Bikini zu tragen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Und der letzte, das ist dieser hier. Auch wieder nach dem Triangle-Prinzip, allerdings nicht in der Mitte connected und wirklich nur einen ganz dünnen Schnüren. Der ist richtig schön, weil der halt hier so einen Wellenschnitt hat. Ich habe den in Orange. Das ist auch wieder so ein Push-Up-Bikini, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber es ist halt wirklich minimal. Aber dadurch sehr gut geeignet, wenn man damit eben schwimmen gehen möchte. Da wird sich nichts irgendwie komisch vollsaugen und runterhängen. Und ja, den finde ich auch richtig cool. Das ist so ein Orangeton. Ich wollte den eigentlich in Rot haben, aber da gab es, ich glaube, die Bikinihose nicht mehr in meiner Größe. Auf jeden Fall, so sieht die dann aus. Finde ich echt, also die drei Bikinis haben mich richtig überzeugt. Die finde ich extrem schön. Schreibt mir sehr gerne, welches Teil euch am besten aus diesem Haul gefallen hat. Und ansonsten schaut natürlich auch sehr gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei bei diesem Foto hier, denn dafür birgt sich meine XXL-Beauty-Verlosung. Und folgt mir auch sehr gerne auf TikTok. Täglich findet ihr ein neues TikTok von mir auf TikTok. Ich heiße dort xlater, genauso wie auf Instagram und auch auf YouTube. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit um mich habt, dann klickt sehr gerne auf das i. Oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch dann einen richtig schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!